herzlich willkommen zur zweiten Folge Le Tour de France mit und von Zalando 7 Games. In dieser zweiten Folge fahren wir die zweite Etappe und es geht von Düsseldorf nach Lüttich über 198 Kilometer. Und hier oben sehen wir einmal das Profil. Also es gibt ein paar Bergwertungen und eine Sprintwertung. Und Favorit ist natürlich hier ein Massensprint. Es gibt keine Gefahren. Die Schlüsselphase für Gesamtwertungen bei flachen Etappen in der Regel ohne große Bedeutung. Und erwartetes Ergebnis ist für Peter Sagan ein Platz unter den Top 5. Und dann starten wir direkt schon rein in das Rennen. Und ja, wir werden jetzt zu jedem der einzelnen möglichen Wertungen natürlich versuchen, mit unseren Spezialisierten was zu holen. Das heißt Bergwertung mit Rafael Majka und die Sprintwertungen mit Peter Sagan. Und ja, mal schauen, was wir am Ende erreichen können. Hier haben wir einmal das Team. Oben sehen wir sozusagen die Attribute, Fähigkeiten, wie man das auch nennen will. Was die, leider kenne ich die ganzen Bezeichnungen nicht. Von daher weiß ich nicht, wie, für was das genau steht. Auf jeden Fall, wenn die Tagesform grün ist, steigen die natürlich. Und wenn die Tagesform rot ist, fallen die dadurch. Wenn sie neutral ist, sind sie relativ normal. Im Blauen haben wir auch die Energie der Fahrer für dieses Rennen. Und Sagan ist in Topform. Bodnar ist nicht so gut, Majka ist okay, sagen wir mal so. Hier oben haben wir dann natürlich auch noch die Klassement, das heißt Buchmann ist 198er, da unser Prolog sehr katastrophal zu Ende ging. Aber dann haben wir hier auch andere Fahrer, wie zum Beispiel Bartha, der am Ende 8er im Gelben wurde und 8 Punkte auch geholt hat. Und da haben wir ein Ziel, nehmen sie am heutigen Ausreißversuch teil. Und das werden wir auch natürlich probieren, ihn einfach nach vorne zu schicken. Aber das genau sehen wir uns jetzt gleich an. Da sind wir auch zurück. Leider gab es ein paar Probleme mit der Aufnahme. Und dadurch ist der Großteil des Rennens leider nicht aufgezeichnet worden. Es tut mir leid. Aber es ist auch nicht wirklich viel passiert. Bei den Bergwertungen konnten wir keine Punkte holen, da es eine Ausreißergruppe gab. Und bei der Kategorie 4 gibt es eh nur einen Punkt für den Besten und das heißt, da konnten wir nichts holen. Beim Sprint sind wir ein bisschen zu spät losgefahren und wurden am Ende nur in unserer Gruppe 5. Da vorne waren 4 Ausreißer, das heißt insgesamt wurden wir 9. Haben dafür glaube ich 7 Punkte bekommen und jetzt sind wir schon am Ende des Rennens. 19 Kilometer geht es noch und ja, die werde ich euch jetzt einmal zeigen. Werde euch auch noch ein bisschen was zur Funktion etc. erzählen und am Ende gibt es dann den Endsprint, wo wir natürlich versuchen werden, mit Peter Sagan die Etappe zu gewinnen. Wir sind hier im Teamfunk-Menü sozusagen drin. Hier können wir jeden einzelnen Fahrer sehen und ihm auch Anweisungen geben. Das heißt zum Beispiel, wir sagen hier dem Berluchi, der soll Sagan schützen oder Majka, dann sorgt er dafür, dass die immer schön geschützt sind. Oder hier das Tempo drosseln oder halt die Führung stören, dass die halt nicht so viel Gas geben, wenn wir einen Ausreißer haben. Oder halt selber angreifen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir können hier auch die einzelnen Fahrer wechseln mit Dreieck. Wir sind derzeit auf Peter Sagan, was natürlich logisch ist, dass wir jetzt bis zum Ende mit ihm fahren werden. Und steigen jetzt einfach wieder zurück ins Rennen. Wie ihr sehen könnt, sind wir hier mittendrin. Mit Viereck können wir uns an einen Fahrer hinten dran setzen, dann fährt er genauso schnell und auch dieselben Richtungen. Das heißt, wir müssen nichts mehr machen als außer Viereck drücken und dann fährt er automatisch, ist relativ entspannt und man kann sich dann in der Zeit um andere Sachen kümmern. Unten rechts haben wir zwei neue Sachen, da diese kleinen Flaschen, das heißt Verpflegung oder das ist die Verpflegung. Mit Dreieck können wir jetzt zum Beispiel einfach mal, wenn der kurvige Teil jetzt mal ein bisschen zu Ende geht, mit Dreieck können wir die Verpflegung wählen, welche wir haben wollen. Und wenn wir Dreieck halten, dann fängt er an, sozusagen die Verpflegung zu nehmen.
Und dasselbe machen wir jetzt hier mit dem roten auch noch. Nehmen wir auch noch ein bisschen. Das heißt, das blaue ist natürlich für die blaue Fitnessanzeige. Dieses rote ist für die, ich sag jetzt mal, Kraftanzeige. Und je nachdem, wie viel wir essen oder was wir essen, steigt die natürlich. Es gibt natürlich auch Verpflegungspunkte. Dann wird die automatisch aufgefüllt, wenn wir die Verpflegungspunkte erreichen. Also wir müssen jetzt hier nicht im Rennen irgendwie nach hinten fahren und zum Auto und uns da was holen. Also das ist nicht der Fall. Das wird automatisch getätigt sozusagen. Dann haben wir oben links, können wir uns auch die Fahrer angucken. Das heißt, hinten sind zwei zurückgefallen, die können wir uns auch genauer angucken, wer das ist und wie viele Sekunden die auch Rückstand haben aufs gelbe Trikot. Und natürlich sehr interessant, wenn es eine Ausreißergruppe gibt, wenn man an dem gelben Trikot ist, ob dann dadurch das gelbe Trikot gefährdet ist oder nicht. Und ja, soweit. Rechts haben wir auch noch das Streckenprofil. Und hier in dieser Anzeige werden wir dann auch gleich sehen, wenn wir circa 5 Kilometer, glaube ich, oder jetzt schon 10 Kilometer vor dem Ziel oder halt vor den einzelnen Sprintwertungen wird das halt angezeigt. Hier sehen wir, okay, noch 9,5 Kilometer, es gibt 50 Punkte für den Sieg. Und ja, das versuchen wir natürlich zu erreichen. Jetzt ist die Fahrt noch relativ entspannt. Ich esse mir noch ein kleines bisschen was und versuche jetzt nochmal ein bisschen, na, wenn ich hier im Getümmel mal ein bisschen vorbeikommen würde. Wir versuchen auch mal ein bisschen hier nach vorne zu kommen. 7,4 Kilometer. Natürlich immer sehr schwer in so einem Getümmel weit nach vorne zu kommen. Jetzt versuche ich es nochmal irgendwie. Nicht hier über die Außenbahn. Muss ich natürlich in den Wind. Kostet Kraft, aber ich komme dadurch ein bisschen näher. Ist natürlich nicht verkehrt, ist bei 5 Kilometer vom Ziel, mich auch mal hier dran zu hängen an etwas besseren Fahrern. In dem Fall, ja, komm, schon ein bisschen Gas geben. Dann geben wir auch mal ein bisschen Gas, damit wir auf jeden Fall drankommen. Hier an diese Spitzengruppe. Da hängen wir uns jetzt dran. Und sehen noch 3,5 Kilometer bis zum Etappenziel. Ab circa 1,5 Kilometer sollte, oder ab 1 Kilometer spätestens, sollte man schon in die Pedale hauen, also mit X dann richtig den Sprint ansetzen, um noch nach vorne zu kommen. Mit 2 Kilometer, ich lasse mich ein bisschen zurückfallen. Nehme mich jetzt an Cummings dann. Jetzt kommen wir zu dem Kilometer. Jetzt versuche ich hier aber trotzdem im Windschatten zu bleiben beim Gas geben. Oh, da werde ich wohl nicht mehr rankommen. Es reicht wohl nicht für den Etappensieg. Nein, Demar schafft's vor Peter Sagan. Leider, leider haben wir es nicht geschafft, bis zum Ende durchzukommen. Platz 2 ist aber in Ordnung für die erste große Etappe, die wir hier zusammengefahren sind. Ja, natürlich möchten wir speichern. Sehen wir es auch. 6 Sekunden Boni bekommen wir natürlich auch noch dazu. Demar bekommt sogar 10. Der dritte bekommt Gaviric 4. Cavendish wurde 4. Greipel 5. Kittel 6. Leider haben wir es nicht ganz geschafft, weil sonst hätten wir natürlich auch dann direkt das grüne Trikot bekommen. Das darf sich jetzt Demar überstreifen. Und wir sind Zweiter mit 37 Punkten, sind da eigentlich ganz gut dabei. Maika hat leider wegen der Ausreißergruppe keine Punkte geholt. Und ja, hier haben wir noch die Nachwuchswertung. Da ist Gaviric momentan vorne, der hier im Sprint sozusagen die 4 Sekunden noch geholt hat. Dadurch, achso, nee, das ist nicht, ach, das ist... Das ist hier noch nicht der, das ist nur in dieser Etappe, nicht der Gesamtstand. Und die Teamwertung in dieser Etappe. Und Kampfgeist hat Van Baarle gewonnen. Glückwunsch. Können wir auch nochmal unser Team anschauen. Wie wir sehen, wir, beziehungsweise Peter Sagan war ganz vorne, die anderen eher weiter hinten. Und dann gehen wir weiter und dann sehen wir auch die Gesamtwertung. Denieren noch weiter vorne. Wir sind jetzt auf Platz 4 gerückt, dadurch, dass wir halt diese Zeitboni bekommen. Sind jetzt nur noch 4 Sekunden entfernt. Van Baarle darf sich das Bergtrikot überstreifen. Demar darf sich das grüne Trikot überstreifen. Wie gesagt, wir sind da halt mit 37 Punkten noch ein bisschen hinten dran. In der Nachwuchswertung bleibt das Trikot bei Kung.
Und Teamwertung ist BMC vorne. Sky hat Movistar überholt. Und Kampfgeist-Trikot oder die Nummer darf Van Baarle erhalten, der auch das Bergtrikot hat. Und ja, damit sind wir dann leider schon etwas schneller als gedacht mit der zweiten Etappe fertig. Aber in der dritten Etappe werden wir, oder die dritte Etappe werden wir dann komplett fahren und die werdet ihr dann auch komplett sehen. Das verspreche ich euch. Und ja, seid gespannt. Dann sehen wir uns in der dritten Etappe. Bis dann. Tschüss.